Schnulli ho und Schnulli Bulli. Welcome to Schläferz, Ladies and Gentlemen. Beziehungsweise nein, liebe Damen, diesmal müssen Sie eigentlich draußen bleiben. Denn ja, this time ist hier bei uns ganz offizieller Männerabend. Der heutige prunkvolle Power-Prachtfilm ist nämlich von und für die Krone der Schöpfung only. Nur für echte knallharte Kerle und stahlharte Stummelschwänze. Tonight is men's night, bitches. You know what I mean, ha? Knickknack? Okay, calm down, brother. Das stimmt ja alles. Aber sei nicht ganz so tough zu den Chicks da draußen, okay? Sexy Babes und scharfe Geschosse, die noch ihren natürlichen Platz in der Vögelkette kennen. Nämlich home am Herd in bumsbereiter Begattungsstadt. Im Bettenbereich oder mit dem Glanz der Bewunderung im Äuglein, glitzernd, fest angeklammert am Arm des Kutschers. Die dürfen ruhig bei uns bleiben. Die sollen ja auch was lernen fürs Leben, oder? Okay, right. Kein falscher Gedanke, Keule. Und falls dort vor den Flachbildschirmen irgendwelche lauwarmen Muschikrauler und weichgespülten Frauenbeauftragte jetzt gerade Schnappatmung kriegen, ja, bleibt mal ganz locker, ihr vom Genpool Benachteiligten. Hä? Ihr dürft ja gern weiter sitzen bleiben und mit dem Arsch am Sofa anwachsen. Ja. Ey, no problem. Ja? Schaltet von uns aus um ins schwule ZDF. Oder das systemgesteuerte Staatsfernsehen von RTL. Hey, hier ist heute dicke Eiertime. Denn wir schieben ins kineastische Ofenrohr einen wirklich extra fetten B-Movie-Brawler, Action-Kult-Klassiker und Testosteron-Tsunami der Güteklasse A wie Affentitten geil. Macho Man. Ach du Scheiße. Du meinst Macho Man, diesen unsäglichen Komödienbierschiss von 2015 mit Christian Ulmen? Nee, du, da mach ich nicht mit. Da geh ich nach Hause. Irgendwo hört der Spaß doch auf, ja? Ich bin doch keine Maschine. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Peter, den doch nicht, Mensch. Tele 5 ist ja kein TV-Guantanamo. Auch bei Scheißfilmen gibt's schließlich gewisse natürliche Geschmacksgrenzen. Nein, ich meine selbstverständlich Macho Man von 1985 mit René Weller und noch anderen. Mhm, nee. Und der ist Kult? Wo denn? Hab ich noch nie von gehört. Oh mein Lieber, also gegen Macho Man ist die Rocky Horror Picture Show eine armselige Amateurveranstaltung für Glühwein-Nachsüßer. Hey, ich sag nur, in seiner Heimat ist er Headliner-Film beim Comkino-Sommer-Festival seit über 10 Jahren. Aha. Und das immer ausverkauft und mit vor Verzweiflung schreiendem, begeistertem Publikum. Mhm. Okay. Und wo befindet sich diese Kultfilmheimat, dieses deutsche Hollywood? München, Berlin, Hamburg, Babelsberg, Köln-Hürth? Ach, schweig still, du unwissender Unsinnsredner. Nein, ich spreche natürlich von der Action-, Crime- und Kino-Hochburg Nürnberg. Nürnberg? Das ist doch da in Mittelfrankenstein, bei den Bayern im Neandertal der Lederhosen, wo alle so bekloppt reden wie betrunkene Schulabbrecher mit Kiefernbruch, oder? Also ich kenne das nur von diesen kinderpimmelgroßen Bratwurst-Ersatzprängeln und Dosenlebkuchen. Ja, nicht zu vergessen der berühmte Nürnberger Christkindlesmarkt, die kolossale Kaiserburg und das weltbekannte Albrecht-Dürer-Haus. Ist das ein Puff? Nein, Peter, das ist kein Puff. Das ist das Haus, in dem Albrecht Dürer gelebt hat. Einer der berühmtesten Künstler der Renaissance. Ach so. Ich dachte, ich kenne den Namen aus einem Porno oder so einer Kochsendung. Laffer Dicker Dürer oder sowas. Nein. Aber zurück zum Thema. Nämlich zum ersten und einzig wahren deutschen Action-Kultknaller, der diesen Namen auch wirklich verdient. Macho Man, für den sich im Jahr 1985 in Nürnberg eine Handvoll mäßig talentierte Freigeister und Actionfans zusammenrauften, um ihren großen Traum von einem deutschen 48 Hours Rocky Rambo Mix zu verwirklichen. Quasi der Nürnberger Clint Eastwood, Burt Reynolds, Bruce Lee Smoothie zum
mitnehmen mit Knickhalm. Aha. Ich meine, das klingt ja schon fast wieder sympathisch. So eine hands-on Donald Trump, fuck the reality Mentalität. Einfach erstmal machen, auch wenn man es gar nicht kann. Also wenn irgendwer sagt, das wäre scheiße, dann ist das halt Lügenpresse. Ja, korrekt. Ja. Cool. Und die Hauptrolle spielte, beziehungsweise tat so, als ob er sie spielen würde, wenn er spielen könnte, der schöne René, alias René Weller. Zu der Zeit schon mehrfacher Weltmeistergewinner bei zig Fressepolier-Wettbewerben von was weiß ich nicht wo. Ach was. Aber hör mal, für so einen richtigen Action-Kloppe-Buddy-Movie, da braucht man doch eigentlich noch einen zweiten Typen, oder? Ist der alte Fokuhila-Fighter René alleine schon schön genug für zwei? Naja, im Grunde schon. Aber es gibt natürlich noch eine zweite Hauptrolle und wieder besetzt mit einem professionellen Schultheaterschwänzer, aber Vollblutsportler, nämlich Trommelwirbel Peter Althoff. Dieser Zirkusdirektor? Gibt es da im Film auch Löwencatchen, Kamelknüppeln und Elefanten niederringen? Nein, nicht der Althoff. Peter Althoff. Mit einem F weniger. Ach so. Ein schon damals nur wenig berühmter Taekwondo-Kämpfer, heute Betreiber einer Nürnberger Security-Firma und Deutschlands bekanntester Personenschützer. Zum Beispiel früher von den Geissens. Toll. Das finde ich ganz toll. Aber Schauspielern kann er auch nicht, nehme ich mal an. Ne? Naja, überhaupt nicht. Aber alle anderen zum Glück ja noch weniger. Immerhin kann er ziemlich eindrucksvoll Stehspagat und die Quante senkrecht in die Luft treten. Also im 180-Grad-Winkel. Lässt allerdings die Eier ungeschützt in bequemer Schlaghöhe. Also taktisch auch nicht gerade clever. Ne? Aber sag mal, wieso kriegt so ein halbaffiger Fußhochheber, der nicht spielen kann und den eigentlich auch keine Sau kennt, überhaupt eine Hauptrolle in so einem Film? Ja, was weiß ich. Vielleicht, weil sein Vater Günther Althoff mit der Kohle aus seiner Immobilienfirma den ganzen Streifen finanziert hat. Hä? Kann aber auch Zufall sein. Ja. Papa selbst spielt übrigens auch mit, ganz kurz als Kommissar. Verstehe. Dann hat denn die Knete vom ollen Althoff wenigstens noch für ein paar willige Weiber mit amtlichen Bollerhupen gereicht? Also wenn schon keine Kohle für richtige Schauspieler verschwendet wurde. Schöne, stille Brüste können ja auch ohne viel Gerede oder Kleidung überzeugen. Ja, da hast du vollkommen recht. Begattbare optische Sättigungsbeilagen dürfen bei einem Film mit dem Titel Macho Man natürlich auf gar keinen Fall fehlen. Und da hätten wir im Angebot Miss Schlafzimmerblick 1985 alias Jacqueline Elber, die sich vorher schon als Susi in Schulmädchen 84 und als Barbara in Sunshine Reggae auf Ibiza warm gespielt hatte und die nach ihrem Hattrick durch Macho Man dann endgültig vom Filmgeschäft die Schnauze voll hatte. Mehr als verständlich. Aber bei der anderen Tante, du, da müsste es sich doch, wenn mich mein Bahnhofskinobrüste geschulter Blick nicht täuscht, um die verlässlich hüllenfreie Eigenbusenpräsentatorin Bea Fiedler handeln. Miss Juni im Playboy 1977 und danach zu sehen in zahlreichen Körperkulturfilmen wie Drei Schwedinnen auf der Reeperbahn, Die nackten Superhexen vom Rio Amore und Her mit den kleinen Schweinchen. Wow, da kennt er sich dann wieder aus, unser kleiner miese Peter. Respekt. Okay, dann machen wir uns doch mal langsam bereit für den ultimativen German Action Kult Macho Man. Den 1985 immerhin stolze 9263 Besucher im Kino gesehen haben. Wow, das hat ja schon fast Dimensionen wie bei einem neuen Nick Chiller von Til Schweiger. Apropos, mit welchem alkoholischen Außennocker können wir denn heute unser Bewusstsein verprügeln, um bloß nicht wirklich zu viel mitzubekommen? Nun, da gibt es beim schönen René und seinem immer bevorzugt eingesetzten Popeye-Gedächtnisschwurbelschwinger nur eine Wahl, den René Weller Faustpropeller Fressendeller. Als kleine Hommage an die modisch mutige Fokuhila-Generation, also vorne kurz, hinten lang, ein passender Drink aus der Forei-Forau-Abteilung. Das heißt, vorne rein, vorne raus. Schweißig süß und kernig im Geschmack. Von außen schön, von innen hohl. Der flüssige Schlag in die Fresse lässt die Schnurrbarthaare im Schritt wachsen und schickt die letzten aktiven Hirnzellen mit einem kräftigen Rums auf die Bretter. Kann man alles hier nachlesen. Ah, das klingt perfekt. Sag mal, und wann genau dürfen wir uns zwecks notwendiger Niveaunivellierung das alkoholische Kantholz in den Brägen nageln?
Ich würde sagen, feiern wir doch einfach die macho-mäßige Megamännlichkeit in dieser testosterongetränkten Trash-Tupperschale. Ja. Und was gibt es wohl Männlicheres als einen amtlichen, selbst angebauten Nasenhaar-Flocati alias Popelgebetsteppich, a.k.a. Schnurrbart. Klar. Also immer, wenn ein neuer Mann mit Schnauzbart auftaucht. Ne? Kein akademisch-angeberischer Schlaumeier-Vollbart, ne, oder sowas, sondern nur der klassische Schnodderfänger unter der Gurke. Verstanden? Wow, sounds like a plan, man. Bei jedem neuen Bröselbesen ist der Cocktail mal gewesen. Na dann. Oberlippe bürsten, Lederjacke anziehen und back to the 80s, als Männer noch echte Männer waren. Und Scheißfilme noch echte Scheißfilme. Aber mit Stolz und Mörderklöten. Hit the fan, Macho Man. Was willst du noch machen? Keine Ahnung, wie spät ist es denn? Um 7:05. Ich gehe jetzt, bin verabredet. Okay, dann lass sie nicht warten. Mach's gut. Tschüss. Mist, ich hör auch auf. Nur einen kleinen Denkzettel verpassen, damit du dir merkst, dass man uns nicht ungestraft ins Handwerk pfuscht. Wen wir an der Nadel haben, der gehört uns. Nein! Hilfe! Schnauze! Ist ein kostenloser Trip für dich. Ich will nicht! Nein! Du sollst die Schnauze halten! Nein! Hilfe! Und still halten! Du hörst doch, sie will nicht! Hä? Ab, du Schnulli! Blitz ich auf, du Drecksau. Träum was Schönes.
Ist dir was passiert? Nein, das ist nur der Schreck. Kann ich was für dich tun? Ja, ich will nach Hause. Komm, ich bring dich ein. Steig ein, wo wohnst du eigentlich? Waltersaar Neumannstraße 79. Das ist doch draußen im Mögeldorf. Ich kenne die Gegend ganz gut. Da wohnt ein Freund. Wenn dir das zu weit ist, nimm mich ein Taxi. Unsinn. Du glaubst doch nicht, dass ich dich jetzt allein lasse. Ich fahre dich nach Hause. Entschuldige, dass ich mich noch nicht vorgestellt habe. Ich heiße Danny Wagner. Und ich heiße Sandra. Sandra Petersen. Ich muss mich noch bei dir bedanken. Wenn du nicht gewesen wärst, hätten die mir ganz übel mitgespielt. Was haben die drei mit dir zu tun? Weißt du, das sind Dealer. Ronny und Mark. Und der mit dem Messer, das war Toni. Die drei haben meine Freundin an die Nadel gebracht. Und dann habe ich Silvia zu mir genommen. Ich sag dir, es hat unheimlich viel Mühe gekostet, bis ich sie wieder runter hatte. Deswegen sind sie jetzt auch hinter mir her. Die Bande ist stocksauer auf mich, verstehst du? Sie haben durch mich eine gute Kundin verloren. Diese Schweine. Ich bin nur froh, dass Silvia nicht gekommen ist. Wir wollten ausgehen. In die Disco. Deswegen wollten wir uns da an dieser Ecke treffen. Und dann auf einmal kamen diese Kerle an. Es war schrecklich. Ich hatte solche Angst. Ist ja alles vorbei und dir ist nichts passiert. Ich möchte dich gerne wiedersehen. Übermorgen habe ich Zeit. Ich würde dich dann hier abholen. Ja. Wir können zusammen in eine Disco gehen. Und ich bringe dich dann wieder nach Hause. Hm? Und um diese drei Typen werde ich mich schon kümmern. Also, dann bis übermorgen. Übermorgen um 7? Nein, 8 Uhr. Ja, gut. 8 Uhr. Versprochen? Versprochen. Okay. Ciao. Soll ich dich noch zur Tür bringen? Nein, danke. Hier bin ich ja sicher. Okay. Ciao. Gute Nacht. Gute Nacht. Schule Pusan, Meißner, guten Tag. Guten Tag, hier spricht Lisa Roth aus Düsseldorf. Ich wollte mich erkundigen bei Ihnen wegen privater Trainingsstunden in Karate. Sie geben doch Privatstunden? Privatstunden? Ja, dafür ist mein Partner zuständig. Im Moment bitte, ich rufe ihn mal. Andreas? Andreas, komm bitte mal ans Telefon. Er kommt gleich. Ich habe schon einige Erfahrungen in Karate. Wie wollte ich jetzt etwas auffrischen? Vielleicht kann ich bei Ihnen etwas dazulernen. Ja, was gibt's? Eine Dame, sie möchte Privatunterricht haben. Ach, machst du bitte weiter. Ich bin gerade beim Einstep-Sparring. Okay, ich übernehme. Danke. Ja, hier Arnold. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Herr Arnold. Mein Name ist Lisa Roth. Ein Bekannter hat mir Ihre Sportschule empfohlen. Und nun wollte ich mich erkundigen, ob Sie mir Privatstunden in Karate geben können. Da lernt man mehr als in der Gruppe. Gut, wann wollen Sie anfangen? Ach, jederzeit. So in ein oder zwei Tagen. Das heißt, wenn Sie frei sind. Ich habe hier in Düsseldorf schon den ersten Dan gemacht und ich dachte, ich könnte genug. Bis ich dann von meinem Bekannten einiges über die Methoden und die Klasse Ihrer Sportschule gehört habe. Ist ja schön, wenn man so gut von uns spricht. Also, wie machen wir es dann? Ich werde morgen, so gegen 15 Uhr, auf dem Flughafen von Nürnberg landen. Gut, ich hole Sie ab. Morgen Nachmittag um 3, ja? Das ist sehr nett. Bis morgen also. Wiedersehen. Ich bin gleich zurück. Ich mache nur die Einzahlung. Bitte sehr, Frau Scholz. Wiedersehen. Guten Tag. Hallo, Fritz. Wie geht's? Danke, Andreas. Und dir? Bringst du wieder 1 Million? Ja, umsatzläufig. Danke. Bitte sehr.
und Finger weg vom Alarmknopf, oder es knallt! Geld her, schnell! Die großen Scheine zuerst! Na los, machen Sie die Tüte voll, aber ein bisschen plötzlich! Schnell, habe ich gesagt! Und du hier, zurück, schneller! Na los, komm schon, mach nicht so lange mit der Tüte rum, pack ein! Nicht so lahmarschig! Und ihr bleibt ruhig stehen! Keiner bewegt sich! Und du glotzt nicht, sag die Kohlen an, du Träne! Schneller! Alles, was du in der Kasse hast! Was soll das? Mir ist nur die Tasche runtergefallen. Tja! Wir sind noch in der Bank, aber die sind schon überwältigt. Kommt ihr klar? Ja, ja, kein Problem. Rum. Aufstehen! Los, komm hoch. Ist jemand verletzt? Niemand? Dann gehen Sie bitte in den Nebenraum. Verändern Sie nichts. Sie werden noch benötigt. Ich laufe mal rüber in die Bank nach meinem Freund sehen. Ja? Ja, natürlich. Echt stark, wie du hingelaufen bist. Meine Herren, das war eine ganz fantastische Leistung. Schon gut. Ich darf mich im Namen der Bank ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Das war noch selbstverständlich. Gerne darf ich mir dann noch Ihren Namen notieren, damit wir uns dann noch etwas erkenntlich zeigen können? Sicher, gerne. Andreas Arnold. Arnold. Hey, Andreas, alles in Ordnung? Na, was denn jetzt? Ich habe den Dritten erledigt. Gratuliere. Aber die Karre ist hin. Oh. Mensch, mach doch nicht so lasch. Ich muss fit sein für meinen Kampf. Du bist doch fit. Neue Übung. Auf geht's. Tempo. Du, ich muss dir was sagen. Was denn? Ich habe gestern ein tolles Mädchen kennengelernt. Deshalb strahlst du die ganze Zeit so. Ein Mädchen, sage ich dir, mit einem Wort klasse. Freut mich für dich. Wie sieht sie denn aus? Klasse. Langes blondes Haar, eine sagenhafte Figur, Sternenaugen. Morgen Abend gehe ich mit ihr in die Disco, falls mein gestrenger Herr Trainer das erlaubt. Dann pass heute Abend auf, sonst erkennt sie dich morgen nicht mehr. Ha! 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 Ha!
Okay, aufstehen. Wir üben als erstes Messerangriff von vorn. Partner zusammen. John B., Chariot, Jongle. Diese Reihe greift an, hier die Wandreihe. Und Angriff! So wird's gemacht, also fangt an. Gut so, weiter üben. Gut. Ah, sehr gut. Du, Markus, der Typ, der in der Bank den Gangster fertig gemacht hat, du weißt, wen ich meine? Ja, ja. Unheimlich gut, hat echt sportliche Fähigkeiten. Hm. Der Mann. Der hat doch ganz schön hingelangt, oder? Ich würde ganz gern rauskriegen, wer das ist. Ich glaube, ich kenne den irgendwo. Haben Sie den nicht schon mal irgendwo gesehen? Ich kann mich nicht erinnern. Da sieht man aber wieder, wie praktisch es ist, wenn man Karate kann. Na klar, sicher. Auf jeden Fall kannst du jetzt mal die Leute von dir rüberholen. Ich werde dann mit Jimmy noch einen kurzen Demonstrationskampf machen. Alles klar, ich hol's. Aus, Schluss für heute. Aufhören. Alles bitte absitzen auf die Matten. Ich mache zum Abschluss mit Jimmy noch einen kleinen Demonstrationskampf. Jambi, Chariot, Yangle. Kampfstellung, kämpft! Verletzt. Oh, ich glaube, ich habe mir einen Nerv eingeklemmt. Oh, das schmerzt wahnsinnig. Bitte, du, Markus, ruf bitte Dr. Fischer an. Er soll sofort herkommen. Das tut weh. Okay. Oh. Bitte, beeil dich, Markus. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich bin voll daran geschlagen, du so ein Mist. Herr Dr. Fischer, Telefon für Sie. Es ist dringend. Fischer? Hier ist Markus Meisner, Herr Dr. Fischer, der Andreas. Ja, was ist mit ihm? Er hat sich beim Kampftraining verletzt. Er kann sich nicht mehr bewegen. Hat sich den Nerv eingeklemmt? Schaffen Sie ihn am besten gleich her zur Untersuchung, so schnell wie möglich. Und nicht so viel bewegen, das könnte gefährlich werden. Ich bereite schon alles vor. Ja, danke, Herr Dr. Fischer. Frau Hahnemann, das ist eine Mittelohrentzündung. Sie bekommen mein Präparat mit. Und lassen Sie sich von Fräulein Sandra für nächsten Donnerstag einen Termin geben. Ich hoffe, dass es bis dahin besser ist. Der Patient ist da. Setzen Sie ihn auf diesen Stuhl, bitte. Oh. Sie können wieder gehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Michaela, ziehen Sie das Hemd aus. Wie hast du denn das wieder angestellt? Hm? Bin blöd gefallen. Michaela, den Reflexhammer, bitte. Danke. So. Rufen Sie bitte Birgit. Sofort, Herr Doktor. Na ja, da haben wir noch mal Glück gehabt. Das Rückenmark ist nicht verletzt. Who's bad?
Hi ho, Taekwondo! Willkommen zurück zu Macho Man, dem adrenalinbefüllten Action-Tanklaster der Powerstufe 10.000 Volt. Oh, Peter, was ist denn los mit dir? Was fiebst und jammerst du denn da rum wie ein überfressener Hamster mit Darmverschluss, Mensch? Ich weiß auch nicht. Bin irgendwie ganz dumm gefallen eben. Wo bist du denn gefallen? Na eben da vom Hocker, als ich kurz eingenickt war. Nach den ersten 17 René Weller Faustpropeller Fressendeller. Das ist ja eine Lippenpelzdichte wie beim Flusenfest in Schnauzhausen. Ach, so viel kann man ja gar nicht saufen, wie bei denen der Wirsing aus der Visage schießt. Ja, und da bin ich dann eben ganz unglücklich gefallen und hab mir jetzt wohl Nerv eingeklemmt. Ja, würde ich sagen, dann komm doch mal bitte her, Peter, hier zu mir in meine Praxis. Wohin? Ja? Komm mal her, hier. Ich muss mal ganz kurz deine Reflexe testen, nicht? So, einen Moment, stell dich mal hier hin, so. Ja, okay, nee, ich glaube, lieber den. Okay, ganz locker stehen bleiben, ganz locker und... So. Sag mal, bist du blöd? Das hat wehgetan. Ja, alles gut. Die gute Nachricht, lieber Peter, das Rückenmark ist nicht verletzt. Aber dein Knie könnte ein bisschen dick werden vielleicht. Oh, das hat auch ganz laut geknackst. Hast du das gehört? Ach, jetzt sei doch auch mal nicht so weibisch, Mensch. Du stellst dich ja genauso blöd an wie dieser heulsusige Karatemeister, der in dem tollen Übungskampf über seinen eigenen Strampelanzug stolpert und sich dann die Schulter an der Bastumwicklung der Zimmersäule andetscht, Mensch. Sogar zu doof zum Hinfallen, der Bruder. Hast du dich verletzt? Oh, ich glaube, ich habe mir einen Nerv eingeklemmt. Immer, aber die Verspannung ist weg. Wie geil. Ja, also habe ich jetzt so bei Schwarzenegger und Stallone auch eher selten gesehen, dass die erstmal über ihre eigenen Füße fallen, sich bei der Frühgymnastik selbst ausnocken und danach weinend von Mutti zum Arzt gefahren werden. Überhaupt, Olli, etwas wenig Action bisher, hä? Hattest du uns nicht vorhin noch allen vollmundig einen Actionkracher versprochen, der, wie war das noch, seinesgleichen sucht? Ja, also kann man ja wohl auch mit Fug und Recht behaupten, dass dieser Film ja definitiv seinesgleichen sucht, oder? Und hoffentlich niemals findet, ne? Und komm, wenig Action, nur sei mal nicht unfair, hä? Der gnadenlose Überfall der Skimaskenschlumpfbande auf die Raiffeisenbank Knoblauchsland. Komm, das war ja wohl kompromissloses Aktionskino kurz vor FSK 18. Alles, was du in der Kasse hast. Was soll das? Mir ist nur die Tasche runtergefallen. Gefolgt von einer klassischen Autojagd, die nur als klare Hommage an French Connection oder Bullet gemeint sein kann. Und dann in einer atemlosen Verfolgung zu Fuß mündet. Also, das war insgesamt fast eine Dreiviertelminute handgemachtes Action-Kino Deluxe. Nee, das war noch nicht mal Derek mit Fußfäule. Also so lahmarschig würde sich selbst Mutter Beimer nicht verteidigen, wenn der einer eine Tüte Brötchen klaut. Das ist doch keine Action. Auch nicht stundenlanges Abfilmen von irgendwelchen schwitzenden Kampfsportprimaten beim Zirkeltraining in der Schulsporthalle. Tempo. Ach ja, und gleich zu Anfang, als unser Hero Pretty René alias Dani plus Sahne Wagner in seiner Christopher Street Day Lederjacke mit dem überdimensionalen Pelzmuschikragen diese Blondine im Chewbacca-Mantel vor den drei finsteren Spießgesellen rettet, hä? Ja, kacken, stinken, schnarch, pissen, langweilig war das. Und am Ende nur kitschiges Autogekuschel und prüde Dialoge wie beim doofen Dating nach dem Kuchenbacken im Konfirmandenunterricht. Ist ja alles vorbei und dir ist nichts passiert. Ich möchte dich gerne wiedersehen. Übermorgen habe ich Zeit. Ich würde dich dann hier abholen. Ja. Wir können zusammen in eine Disco gehen. Mhm. Und ich bringe dich dann wieder nach Hause. Hm?
übermorgen mit Dani in die Disco. Ja, so fangen große Liebesgeschichten an. Oder billige Softsex-Streifen. Aber am überraschendsten fand ich ja die Szene, als wir ganz plötzlich, ohne Vorwarnung, in die Vorhölle vom Rentnerparadies gebeamt werden und dieses leere, unfassbar kackenhässliche Kitsch-Wohnzimmer sehen. Und wir uns alle fragen, welche halbblinde Oma wird da wohl gleich mit dem Rollator und dem Plätzchenteller durchs Bild schleichen, ha? Aber dann, zack, kommt dieses blutjunge, gelangweilte Ding im Seidenpyjama, glotzt blöd durch die gestickte Gardine mit der Goldkante und hat auf einmal eine ganz pfiffige Idee. Wobei ich mir da ja eigentlich nur eine einzige Frage stelle. Aus welcher geistig zurückgebliebenen Männerfantasie der frühen 40er Jahre entspringt solch eine Szene, in der eine alleinstehende junge Frau aus Düsseldorf vor pastoralen Wandteppichmotiven neben gefangenen exotischen Singvögeln steht und auf dem offiziellen Rosamunde-Pilcher-Telefon aus blassrosa Marmorimitat in Nürnberg anruft, um dort bei irgendeiner Wald- und Wiesen-Karateschule nach Privatunterricht zu fragen. Und warum zur fickenden Hölle tragen dort sogar schon die Sekretärinnen einen Schnurrbart? Lady Lisa Roth aus Düsseldorf. Welch mysteriöse Femme fatale sich da plötzlich bei unseren Helden ankündigt. Was für eine zwielichtige Rolle mag sie wohl noch spielen in diesem Nürnberger Film noir? Wer sind die diabolischen drei Drogenhändler Ronny, Toni und das Flievertüt? Wird der dröge Dr. Fotzenbart den eingeklemmten Nerv unseres tölpelhaften Pöterplumpsers Andreas wieder aus der Klemme ziehen können? Und wie werden sich überhaupt diese vielen lose gelegten Handlungsfäden noch zu einem clever gewobenen Netz der überraschenden Plot-Twists voll verblüffender Aha-Effekte verbinden? Ja, Fragen über Fragen, die uns hoffentlich der nächste Teil unseres nervenzerfetzenden Thrillers beantworten wird. Und vor allem wird die Mittelohrentzündung von Frau Hahnemann bis nächsten Donnerstag wirklich besser werden? Frau Hahnemann, das ist eine Mittelohrentzündung. Sie bekommen mein Präparat mit. Und lassen Sie sich von Fräulein Sandra für nächsten Donnerstag einen Termin geben. Ich hoffe, dass es bis dahin besser ist. Oder bleibt das Präparat nutzlos und sie ertrinkt elendig an ihrem eigenen Eiter, der ihr im Schlaf literweise aus den Ohren suppt? Ja, stimmt, Peter. Eine sehr wichtige Frage hatte ich glatt übersehen. Bei all der Hektik und dem Trubel in diesem Vollgasstreifen. Na dann, also anschnallen, Atem anhalten und weiterschauen. Film ab! Die Kripo ist gleich da. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Es ist nichts mehr zu machen, sie ist tot. Herr Petersen hat das Mädchen tot aufgefunden. Wie lange ist sie schon tot? Etwa 3 bis 4 Stunden. Herr Petersen? Ja? Wann haben Sie das Mädchen das letzte Mal lebend gesehen? Gestern Nachmittag. Ich kann es gar nicht glauben. Silvia lebte über 6 Monate bei uns. Sie war süchtig und wollte davon loskommen. Wir haben ihr geholfen. Und es war bestimmt nicht leicht für uns. Aber sie hat es geschafft und ist letzte Woche wieder hierher in ihre alte Wohnung gezogen. Das müssen Sie noch zu Protokoll geben. Kommen Sie bitte heute noch aufs Präsidium. Kollegen, Sie werden jetzt nicht mehr benötigt. Sie können abrücken. In Ordnung. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Darf ich mal meine Schwester anrufen? Ja, aber bitte. Praxis Dr. Fischer, guten Tag. Sandra, hier ist Wolfgang. Ich rufe aus Silvias Wohnung an. Es ist was Furchtbares passiert. Ist was mit Silvia? Ja. Sie kam doch gestern Abend nicht zu eurer Verabredung. Und als ich dich in die Praxis gefahren hatte, da dachte ich, ich sehe mal nach ihr. Erst habe ich noch versucht, bei ihr anzurufen. Vielen Dank, Doktor. Von der Telefonzelle aus. Aber sie meldete sich nicht. Ich bin daraufhin zu ihr gegangen. Und? Die Wohnung war offen. Sie lag auf dem Bett. Neben sich eine leere Spritze. Sie ist tot. Nein, das gibt's doch nicht. Ich meine, sie war doch wieder clean. Ich weiß auch nicht, wieso sie das getan hat. Die Polizei ist jetzt hier. Sprechen wir heute Abend darüber, ja? Ich sollte eigentlich heute Abend mit Dr. Fischer...
zum Boxen gehen, weißt du? Aber so? Sandra, wir beide haben wirklich alles getan, was wir konnten. Silvia ist damit zwar nicht mehr geholfen. Aber ich hoffe, dass die Polizei diesen Schweinen endlich das Handwerk legt. Wir können nichts mehr tun. Ja. Geh nur zu dem Boxkampf. Ich warte auf dich. Bis dann, Wolfgang. Und wenn ich dich abholen soll, rufst du an. Ja, gut. Das gibt's nicht. So, da ist nichts mehr. Leg dich bitte auf den Bauch. Michaela, bitte die Elektroden auflegen, Stufe 5. 10 Minuten ohne Umholung. Das hast du spitze hingekriegt, Doktor. Ich spür schon gar nichts mehr. Na, du hast dich beim Sturz verkrampft, weißt du? Drum hattest du so große Schmerzen. Aber auf die Matte gehst du heute nicht mehr. Du bekommst jetzt noch eine Spritze in den Hintern und die Michaela macht dir noch eine Salbenbehandlung. Hm? Du hattest mehr Glück als Verstand, wolltest du wohl sagen. Ja, sowas ähnliches. Aber hör mal, heute Abend sind 2 Boxwettkämpfe. Dieter Landauer gegen Herbert Klein und Weltmeister Dani Wagner gegen den harten Jupp Schmitz. Und wenn du Lust hast, trainieren darfst du ja sowieso nicht. Geh doch mit, ich muss als Ringarzt zwar vorne am Ring stehen, aber du kriegst einen Logenplatz neben Sandra. Sandra? Wer ist denn Sandra? Meine neue Sekretärin, die Blonde draußen. Ja, warum nicht? Das wäre doch ganz interessant. So ein Boxkampf, meine ich. Also gut. Ich muss die Boxer vorher noch untersuchen und darum fahre ich früher raus. Du kannst mit Sandra nachkommen. Um 8 Uhr geht's los. Stopp! Nicht festhalten. Box! Aber du musst vorsichtiger sein, wenn du angreifst. Seine Konter sind gefährlich. Bist du Boxfan? Nein, eigentlich nicht. Es ist nur weil... Weil du wissen willst, was eure Patienten machen, die nicht gerade im Wartezimmer sitzen. Naja, so ähnlich. Man muss ja wissen, was so alles passieren kann und warum. Ringfrei, Runde 10. Jetzt kommt dann der Boxweltmeister. Auf den bin ich ja gespannt. Ja, ich auch. Und was machen wir danach? Hast du noch Zeit? Zeit? Naja, eigentlich... Ich weiß eine gute Disco, das Laboratorium. Gehen wir hin? So eine halbe Stunde? Ja, und Dr. Fischer? Den frage ich mal. Das Urteil des Kampfgerichts. Sieger nach Punkten, Herbert Klein. Hallo, Doktor. Entschuldigen Sie bitte. Herr Dr. Dani ist drin. Okay. Wir möchten danach noch in die Disco. Hast du nicht Lust mitzukommen, Doktor? Nachdem du mich so gut verarztet hast, könnte mir so ein bisschen Bewegungstherapie doch nicht schaden, ne? Tja, ich kann dir noch nicht sagen, ob ich mitkomme. Wenn jetzt einer schwer verletzt wird, muss ich mit ihm ins Krankenhaus.
Aber sonst gern. Treffen wir uns dann später im Le Bateau, ja? Okay, ich hoffe, dass nichts passiert. Tschüss. Tschüss. Guckt euch bloß den blonden Schnulli an. Hey, was denn los? Möchte eine betonieren? Ich will bloß hier durch, Kleiner. Will bloß hier durch. Er will bloß hier durch. Hey. Was ist denn los? Passt dir was nicht? Ach, wollt ihr Stress? Hm? Hey, Willi, lass ihn durch, mach keinen Scheiß. Naja, wenn du meinst. Ganz cool. Ich sag euch, der hat uns bestimmt verkracht, Jungs. Na klar, hast du mal dem seine Hände gesehen? Gesagt. Ja, wenn's geht, kommt er noch. Jetzt bin ich aber echt auf den Weltmeister gespannt. Ich aber auch. Da ist er. Oh. Zum Hauptkampf des heutigen Abends begrüßen wir Leichtgewichtsweltmeister Dani Wagner und seinen Herausforderer Jupp Schmidt. Den kenne ich doch. Ja, das ist doch. Was, du kennst ihn auch? Ja, den habe ich erst gestern kennengelernt. Er hat mir sehr geholfen. Ja, als ob du schon gewonnen hast. Sie haben mich zu zweit festgehalten und der Dritte wollte mir eine Spritze voll Heroin in den Arm setzen. Du, ich hab geschrien und dann... Noch was, Danny. Hey, träum nicht. Du weißt, der kann sehr hart schlagen. Sei vorsichtig. Und er ist nett. Zum Glück scheint er immer da zu sein, wenn man ihn braucht. Ich wünsche ihm, dass er gewinnt. Ich ihm allerdings auch. Ring frei, Runde 1. Der Junge ist super. Was hast du denn? Nichts, ich denke nur nach. Ist schon okay. Schlagen und zurück. Geh nicht in seine Reichweite. Klar, Danny? Ich zeig dir jetzt was, was Boxer nicht kann. Was kannst du mir zeigen, was Boxer nicht kann? Pass auf. Du bist ein Pfundstyp, wirklich. Du bist wirklich ein sehr netter Kerl. Weißt du das? Thank you.
Wow, der Mann ist super. Das ist die richtige Musik für einen alten Kämpfer. Ja, stark. Prost, Leute. Prost, Junge. Prost. Hast du mal Feuer? Ja, natürlich. Wir eine Runde? Klar. Wie die Kinder. Also wirklich. Stell dir vor, du. Der Typ, der vorhin geboxt hat, ist der Knabe aus der Bank. Der Boxweltmeister Danny Wagner. Aha, kein Wunder, dass er so einen Hammer drauf gehabt hat. Vorhin auch. Ist ja logisch. Oh, hallo, Medizinmann. Alles in Ordnung? Ja. Du, und beim Kreuz geht's schon wieder viel besser. Ist der andere noch K.O.? Es war nicht so schlimm. Alles wieder in Ordnung. Was trinkt er denn da? Sekt. Orangensaft. Ein Pilz, bitte. Ja, so und für uns bitte das Gleiche nochmal. Setz dich doch her zu uns, Doktor. Der Boxkampf gefallen? Mhm. Naja. Ich finde Boxen ist schon eine sehr raue Kampfart. Ich habe den Danny Wagner heute zum ersten Mal betreut. Und ich finde, er ist ein großartiger Sponsor. Das kann man wohl sagen. Finde ich auch. Kannst du mir noch eine Runde? Ja, gut. Also, was schaut denn mit? Los, komm. Ja, ja. Na los, komm schon. Ich hätte es, ja. Darf ich dich gelegentlich mal wieder entführen? Vielleicht. Morgen Abend ist Breakdance. Das müsste dich doch interessieren, oder? Nein, morgen geht es nicht. Da habe ich schon eine andere Verabredung. Macht nichts, dann ein anderes Mal. Vielleicht. Du bist ein sehr netter Junge. Dankeschön fürs Heimbringen. Gern geschehen. Tschüss. Tschüss dann. Du, warte mal. Ciao. Tschüss. Gute Nacht. Kriegen wir schon noch. Ich
Mensch, Dani, nicht so lasch. Ach, lass mich zufrieden. Oh, darf ich dich daran erinnern, dass du heute Abend eine Verabredung hast? Ach, na wenn schon. Wieso? Ist was passiert? Passiert? Ich weiß von nichts. Ich muss nur was klären. Na, dann viel Vergnügen. Ich mache jetzt Schluss. Wollte ich schon immer. Ich hoffe, dass du lange damit ganz zufrieden bestimmt. Bist. Das ist ein super Auto. Ja. Du musst ihn natürlich gut pflegen. Also, hier hast du mal die Papiere. Verlier den Brief nicht, ja? Den lege ich auf die Bank, Hugo. Also, ich danke dir schon. Ich dir auch, Markus. Gute Fahrt. Hier, die Schlüssel. Bitte. Ohne die fährt er nicht. Also, tschüss dann. Servus. Nein, Markus Meister, sein Partner. Er bat mich, Sie abzuholen. Freut mich, dass Sie da sind. Ist nicht gerade warm heute? Nein, es ist ganz schön frisch. So, das Sie ist bringen schon zum Auto, ja? Danke. Keine Ursache. Grüß Gott. Guten Tag. Wo kommen Sie her? Aus Düsseldorf. Ja. Ich möchte... Wie lange bleiben Sie hier? Circa 14 Tage. Gut, alles klar. Geht das in Ordnung? Ja. Danke. Kennen Sie eigentlich Nürnberg? Nur aus der Luft. Dann fahre ich einen kleinen Umweg. Oh ja, gerne. Das freut mich. Ich gehe jetzt erstmal rauf ins Zimmer und ziehe mich um. Es dauert circa 10 Minuten. Warten Sie so. Ich gehe inzwischen rüber in die Bar, was trinken. Bitte sehr, hier sind Ihre garantiert alkoholfreien Cocktails. Die sehen sehr erfrischend aus. Und da bin ich. Ah, fundig sehen Sie aus. Ah ja, finden Sie? Ich habe gleich einen Drink für Sie mitbestellt. Sehr gut, danke. Prost. Prost. Mmh.
Das schmeckt gut, was? Ach, auf geht's. Jetzt bin ich wild auf Karate. Sie können es wohl nicht erwarten. Nein. Hey Leute, alles fit im Schritt? Alles klar, Herr Kommissar? Hä? Abgefahrene Action-Scheiße heute, oder? Und ich stehe jetzt auch voll auf Nürnberg. Ist eine coole Stadt, ey. Vielleicht gehe ich da mal beruflich hin, wenn ich groß bin. Gras verkaufen oder so. Ey, was hampelst du eigentlich die ganze Zeit so spastisch rum, du Schnulli? Hä? Aua! Noch einer. Aua! Sag mal! Hey, pass mal bloß auf, Schweinchenspeck, hä? Von wegen Schnulli. Ich box dir gleich eine Delle in die Fontanelle, du Gurkenkönig. Hey, aua, Mensch, was ist denn los? Passt dir was nicht, oder wie? Wir haben hier so einen schönen, entspannten Filmabend und du haust mich einfach, Mann. Ja, von wegen schöner, entspannter Filmabend am Arsch. Hier wird nichts entspannt, sondern die ganze Zeit nur geschwitzt und trainiert. Also wenn ich hechelnde, schwitzende Männer sehen will, kann ich auch einen Cappuccino von einer Baustelle trinken oder ins Porno-Kino gehen. Und als Film kannst du dieses Promo-Video für Nürnberger Turnhallen ja auch nicht wirklich bezeichnen. Wir sind schon wieder 20 Minuten und 15 Schnurrbärte weiter. Aber passiert ist immer noch nix. Oh Mensch, das kannst du jetzt aber so auch nicht sagen. Okay, vielleicht hat der Film bislang noch nicht alle Erwartungen auf einen echten Actionkracher so ganz hundertprozentig erfüllt, ne? Aber das kommt bestimmt noch. Der baut die Spannung halt ganz langsam auf, so. Der baut die Spannung langsamer auf als eine querschnittsgelähmte Weinbergschnecke im Rückwärtsgang. Um ehrlich zu sein, baut er auch rein gar nichts auf. Im ganzen letzten Viertel haben wir nur gesehen, wie die blondierte Sprechstundenhilfe mit den dicken Ding-Dongs und der schenkelspreizende Nerveinklemmer zum Boxen gegangen sind, wo René Weller in der Portas-Unterhose aus dem Möbelhaus irgendeinen unbedeutenden Schnauzkollegen vermöbelt. Wow, angetäuscht mit links, ne? Dann der Weller-Propeller mit rechts, quasi sein Signature-Dish, ja, in die Gegnerfresse rein, ja? Das ist ganz große Boxkunst, finde ich. Und auch schauspielerisch danach, wie der wunderschöne René alias Dani Lowinski da ganz allein im Ring steht wie ein Männlein im Walde und im Augenblick des größten Triumphs mit ansehen muss, wie seine gestern noch frisch vor der Fixer-Bande gerettete Hupenhilfe da mit diesem komischen Karate-Kasper rumfummelt, ne? Und all diese Emotionen, Enttäuschung, Trauer, Wut, Lümmeldepression, monotones Ohrenrauschen in nur einem Blick ausgedrückt. Ich sag nur, thank you, Academy, schicken Sie den Oscar einfach schon mal per Post. Ja, oder lieber gleich Post vom Anwalt. Ich glaube jedenfalls, dass bewusste Schläge an den Hals und Kehlkopf, ja, dass die nicht wirklich erlaubt sind. Auf jeden Fall aber schon lebensgefährlich. Vor allem in Zeitlupe. Mensch, der Junge ist super. Ach Quatsch, das ist völlig fair und richtig super, sagt selbst dieser verwachsene Karate-Kerkeling da, ne? Der hatte ja auch schon richtig Trouble in diesem Teil. Also nicht nur die brutale Elektroschocktherapie von Dr. Mabuse und Schwester Michaela nach der lebensrettenden Blaulichtaktion wegen dem bösen Rückenauer unseres hünenhaften Muskelpakets. Nein. Dann auch noch diese latent lebensgefährliche Agro-Anmachung von den vier Pseudopunkern mit den Pornobalken. Was ist denn los? Passt dir was nicht? Ach, wollt ihr Stress? Oh? Hey, Willi, lass ihn durch, mach keinen Scheiß. Naja, wenn du meinst. Ganz cool. Boah, das hätte ja fast richtig gefährlich werden können, ne? Also, wenn da jetzt einer, ich meine, in anderen Actionfilmen, da hätte es hier bestimmt Haue gegeben oder sowas. Und am Ende hätte vielleicht sogar einer geweint, ja? Aber hier ist ja alles gerade noch mal glimpflich abgelaufen. Ey, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Na eben, das meine ich ja. Also, in einem richtigen Actionfilm hätte es nach der Hälfte bestimmt auch schon mal sowas wie richtige Action gegeben.
Aber hier wird der Konflikt nur in der Gruppe ausdiskutiert und dann geht man gemeinsam in die Disco. Was für eine Scheiße! Der Einzige, der mir bisher wirklich Angst macht, ist dieser gruselige Arzt mit der geleckten Mittelalterfriese, der so grinst, als hätte er gerade im Hinterzimmer seine Mutter in Salzsäure aufgelöst und immer nur so ganz sanft spricht. Ich habe den Danny Wagner heute zum ersten Mal betreut. Ich finde, er ist ein großartiger Sponsor. Das kann man wohl sagen. Finde ich auch. Kannst du mir noch eine Runde? Ja, gut. Also, schau auf den Wind. Los, komm. Ja. Stimmt, wenn der an den Tisch kommt, hauen auch alle gleich ab. Ne? So wie der aussieht, riecht der bestimmt auch komisch. Ja. Aber keine Ahnung, was eigentlich seine Rolle sein soll. Der wird uns noch alle überraschen, glaube ich. Vielleicht ist er ja so ein genialer Drogenkoch. Ja? Der Walter White von Nürnberg. Oder er handelt mit Leichenteilen. Oder er schafft in seinem Keller künstliche humanoide Kampfroboter für das Militär. Man weiß es nicht. Aber dass der jetzt einfach nur so derart unmotiviert doof durch den ganzen Film tapert, das kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Nee, das muss ja einen Grund haben irgendwie. Ja. Naja, also bisher ist mir noch gar nichts klar. Das ist ja alles noch sehr verworren. Vor allem, wer überhaupt zu den Gangstern gehört und ob es überhaupt welche gibt. Oder worum es eigentlich geht. Obwohl ich glaube, irgendwo lag doch schon mal kurz eine Tote auf der Couch. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Es ist nichts mehr zu machen, sie ist tot. Herr Petersen hat das Mädchen tot aufgefunden. Oh ja, das war schon eine ziemlich dramatische Wendung in der Handlung. Könnte man fast sagen, wenn es eine gäbe. Ne? eine plötzlich grassierende Welle von einer Drogentoten in der Bronx von Nürnberg. Und das erste Opfer ist ausgerechnet die beste Freundin der Okolyten Olga, beziehungsweise Sandra, die daraufhin erstmal aus Trauer zum Boxen geht. Meinst du, der zwielichtige Autohändler hat vielleicht irgendwas mit der Drogengeschichte zu tun? Hä? Na, bei dem sich diese trostlose Sidekick-Schlaftablette mit der Vogelnest-Fokuhila zur Abholung von Lisa Roth extra noch eine Karre kauft. Warum zeigt man das sonst? Also, hier hast du mal die Papiere. Verlier den Brief nicht, ja? Den lege ich auf die Bank, Hugo. Also, ich danke dir schon. Ich dir auch, Markus. Gute Fahrt. Hier, die Schlüssel. Bitte. Ach, ohne die fährt er nicht. Ja, ich glaube, die Szene gab's nur, um eine Werbung für das Autozentrum in den Film zu kriegen. Weißt du, damit alle vom Team da Prozente bekommen. Mhm. Denn wer auf Deutsch Zentrum mit C schreibt, den Plural von Auto mit doofen Apostroph vor dem S, zum Verlieben klein und das Ganze dann auch noch in Anführungszeichen. Also, ich sag mal, der ist zu blöd für Printwerbung und muss sich deshalb in schlechte Spielfilme schmuggeln. Ne? Klingt logisch, du. Aber diese mysteriöse, reiche Pudelkopfpunze hat auf jeden Fall irgendwas, was auch immer, damit zu tun. Vielleicht ist die ja Flugzeugdrogenkurier oder so und soll jetzt den kritischen Karateclub unterwandern. Die wird ja jetzt nicht nur so für eine Stunde Handkantenhampeln hergeflogen sein, um sich dann vom Lehrer vielleicht noch durchbumsen zu lassen. Nein, nein, Gott bewahre. Also, das wäre jetzt selbst für so einen Furzfilm zu blöd. Ja, ehrlich, nein, nein, nein. Die wird noch eine ganz entscheidende Rolle in diesem Nahkampf-Drogendrama haben. Ne? Was wir aber übrigens noch mal ganz explizit loben müssen, schöne Aufnahmen von Nürnberg. Oh. Gibt es. Ganz, ganz toll. Das ist das Einzige, was mich immer wieder wach hält. Also, herrlich, herrlich, Olli. In ihrer Überflüssigkeit fast schon poetisch. Ich zeige aber lieber noch mal mein persönliches Highlight. Die wirklich albernste und peinlichste Frauenanmache aller Zeiten. Hier. Ich zeig dir jetzt was Boxer nicht kann. Was kannst du mir zeigen, was Boxer nicht können? Pass auf. Du bist ein Pfundstyp, wirklich. Mit diesem alten Klappmesserbeintrick will der blonde Lederlappen die Weiber rumkriegen. Vergiss es. Noch nicht mal, wenn er dazu einen fahren lässt. Da kriegt er höchstens ein Praktikum beim Fernsehballett. Ja, also ich finde das schon ziemlich cool. Sie sagt ja auch, dass er ein echter Pfundskerl ist. Ne? Und hat bei mir jedenfalls immer geklappt damals. Ne? Hör mal, guck mal. So, ja, hallo. Ja, ne? Hat auch was versteckt Erotisches, oder? Ne? Und pass auf, jetzt wird's richtig gut. Nein! Ja! So, ich weiß nur nicht, wie lange ich das noch halten kann. Super! Wenn ich mich wieder an die Schwerkraft erinnere, fliege ich auf den Arsch. Das ist geil. Film ab! Ist das geil?
Schumbi, Chariot, Longle. Ja! 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 Hier haben wir unseren großen Übungsraum. Gehen wir mal rein. Da hinten, der Blonde. Das ist Andreas Arnold. Er übt gerade Einstep-Sparring mit seinem Lieblingsschüler, dem Jimmy. Die sind großartig. So, jetzt passen Sie mal auf. In den langsamen Techniken, da ist Jimmy absolut der Beste. Großartige Körperbeherrschung. Faszinierend, dass der so einen sicheren Stand hat. Ja, und er kann ihn endlos lange halten. Chariot, Yongle, Zombie. Das war hervorragend. Echte Klasse. Nur Jimmy kann sowas. Ausgezeichnet, Jimmy. Danke. Nimm Platz. Hallo, da seid ihr ja. Wie du siehst. Hallo. Alles gut gegangen, ja? Fräulein Roth, mein Name ist Andreas Arnold. Angenehm, Sie können ruhig Lisa zu mir sagen. Na gut, wir duzen uns hier sowieso alle. In Ordnung? Okay. Vertragt euch, ihr zwei. Ich ziehe mich um und übernehme das Training, ja? Ja, danke. Also das hier ist unser Karateraum. Hier ist gerade Unterricht. Ich zeig dir jetzt noch die anderen Räumlichkeiten. Kraftsportraum, Sauna, Solarium. Was du so brauchst, ist alles da hinten. Alles klar? Alles klar. Du weißt doch, ich brauch den Stoff dringend. Kannst du warten, wenn du uns das Mädchen umbringst. Mensch, Marc, ich kann das nicht. Treffen wir uns heute Abend im Talkies Inn. Der Chef ist auch da. Da kannst du es ihm ja selber sagen. Aber wie ich den kenne, bleibt der hart. Wenn ich das zwei Leute nicht kriege, dann... Hey! Komm, geh nach hinten, Dieter. Hör zu, dich kenne ich doch. Was willst du hier? Willst du einen Trip loswerden? Schon gut, ich gehe ja schon. Mach sofort, dass du hier rauskommst. Meine Jungs machst du nicht kaputt. Und lass dich hier nie mehr sehen. Hallo Sandra. Hallo Dani, komm doch rein. Ja, gern, danke schön. Ich bin schon fertig für die Disco. Sag mal, möchtest du etwas trinken, ja? Ja, gern, aber nichts Alkoholisches. Okay, dann bringe ich dir einen Fruchtsaft. Fruchtsaft? Möchtest du eigentlich eine bestimmte Disco heute Abend? Nein. Du im Superfly ist heute Abend Breakdance vorführen. Oh, das finde ich ganz toll. Wer war eigentlich der Typ gestern Abend neben dir? Du, das war kein Typ. Das ist ein Patient von uns. Ein Patient? Ja. Ich bin Sekretärin bei Dr. Fischer. Dr. Fischer? Das gibt's doch nicht. Du meinst den Dr. Fischer, den Sportarzt? Ja, ich bin seit zwei Wochen da. Andreas kam gestern Nachmittag in unsere Praxis. Der hatte sich einen Wirbel ausgerenkt oder einen Nerv gequetscht. Und Dr. Fischer hat ihn eingeladen, mit zum Boxen zu gehen. Naja, und deswegen saß er auch neben mir. Und ich dachte eigentlich, er ist ein Bekannter von dir. Ach, wir sind uns mal flüchtig begegnet. Was macht er eigentlich? Das muss wohl mehr so Richtung Karate sein. Er ist Karatemeister. Ach, daher. Was heißt aha, daher? Das erzähle ich dir ein andermal. Du, wenn wir vom Breakdance noch was mitkriegen wollen, dann müssen wir jetzt gehen. Na dann los. Ich freue mich riesig, dass wir zwei heute Abend ausgegangen sind. Du auch? Ja, sehr sogar. Weißt du, seitdem du mir das erzählt hast mit dem Karatemeister, bin ich sehr beruhigt. Ich muss ehrlich zugeben, ich war sehr eifersüchtig. Gleich vom ersten Moment an, als ich dich gesehen habe, hast du mir gut gefallen. Ehrlich? Du mir auch. Yeah, come on, my friends, let's dance. And after this dance, I have a very special surprise for you.
was the times of the devil and the times of God. The feelings for new pains, the refusal for your pain. Hallo Andreas. Wie geht's dir? Danke, gut. Und dir? Bestens. Meine Freunde, kennst du. Hallo Willi. Hallo Markus. Servus. Servus Paul, komm doch rein. What a great desire for the day night. Hallo meine Herrschaften. Hallo. Das ist wohl deine Verabredung, oder? Natürlich. Hast du vielleicht was dagegen? Natürlich nicht. Einen schönen Abend wünsche ich noch. Dir auch. Was war denn los? Naja, ein bisschen aufgeblasen ist er schon, dieser Danny. Wundert dich das? Er ist ja Boxweltmeister. Der schien schwer enttäuscht zu sein. Ja. Sag mal, bist du etwa verliebt in das blonde Gift? Es gibt schließlich auch andere schöne Mädchen. Ja, da hast du ganz recht. Zum Beispiel dich. Trotzdem würde ich dir mal ganz gern zeigen, was richtiges, gutes Karate ist. Denn Boxen ist ja schließlich nicht alles, oder? Dann fahr ihn doch zum Kampf heraus. Boxen gegen Karate. Das wäre gar keine so schlechte Idee. Du, Markus, geh doch mal zu ihm und sag ihm, ich fordere ihn zum Kampf heraus. Mit Vergnügen. Das würde mich nämlich auch interessieren, wie das ausgeht. Na, dann frag ihn. Na klar, mach ich. Darf ich mal stören? Ungern. Wo brennst denn? Hallo, grüß dich. Grüß dich. Ich möchte gern wissen, was besser ist, Karate oder Boxen. Andreas fordert dich zum Kampf heraus. Hast du Lust? Darüber kann man reden. Der lehnt sich ab. Wenn er unbedingt Frührentner werden will, von mir aus jederzeit. Keule, er nimmt an. Ich freue mich schon darauf. Er kann sich aussuchen, wann und wo. Wir geben dir Bescheid, ja? Okay, an mir soll's nicht liegen. Gut, ciao. Ciao. Also sowas. Ja, ein Knall. Und jetzt gehe ich mit meiner süßen Maus das Tanzbein schwimmen. Selbstverständlich, großer Karate-Meister. Komm. Auf in den Kampf. And now let's have fun and action with the world's best breakdancer, Captain Hollywood. Yeah. Siehst du, und hier ist mein Reich. Bin ich jetzt in der berühmten Jungfrauenfalle von Nürnberg gelandet? Natürlich, Schatz. Und gleich schlägt sie zu. Zack. Das hier ist das Wohnzimmer, da das Schlafzimmer und hier rechts ist das Bad. Oh, sehr gut. Dann gehe ich mich nämlich erst mal frisch machen. Okay, mein Süßes. Ach, sieh doch mal hinter die Tür. Da hängt was Schickes zum Anziehen für dich. Danke. Okay. Ciao. Ciao.
Ganz toll siehst du aus. Hast du wirklich schon den ersten Dan? Ja, mein Schatz. Und ich gehe jetzt auch gleich zum Nahkampf über. Da muss ich mir auch eine besondere Verteidigungstechnik ausdenken. Und jetzt kommt wie jeden Morgen um diese Zeit Frau Margaretes muntere Morgengymnastik. Guten Morgen. Heute wollen wir mit einer Gymnastikübung beginnen, bei der auch die notorischen Langschläfer unter Ihnen mitmachen. Morgengymnastik. Sie dürfen dafür nämlich im Bett bleiben. Das hatten wir doch erst. Streiten Nein, das war doch schon gestern Abend. Und legen Sie sich ganz flach auf den Rücken. Machen Sie sich ganz steif. Wie am Schwamm stehen Sie doch da. Streiten Sie die Arme. Du, ich stehe jetzt auf. Na gut. Oh, ich bin auch so kaputt. Nun strecken Sie sich wieder und atmen sich dabei aus. Du, jetzt hatte ich richtig Bock auf ein geiles Frühstück. Du, oh Gott, bin ich kaputt. Gibt's bei dir was? Ach, bei mir gibt's doch fast alles. Das traue ich dir zu. Du wirst schon sehen. Einatmen und dabei richtig strecken, so wie Hunde und Katzen es gerne tun. Dann atmen Sie aus und nun wird es Zeit, richtig aufzustehen. Sandra, beeil dich, Frühstück ist fertig. Hey, wo bleibst du? Frühstück. Ich komme. Na, wie fühlst du dich jetzt? Na gut. Oh, das war vielleicht erfrischend, du. Möchtest du vielleicht Kaffee? Oh, hast du das aber schön gemacht, Bussi. Etwas langsamer jetzt. Gut, weiter so. Und nochmal ein Spagat. Wunderbar, optimal so. Hier, Danny.
Andreas, du... Ich muss dich unbedingt sprechen. Gleich nach dem Training. Gegenüber von euch im Café. Okay. Bis dann. Tschüss. Es wird sowieso Zeit, dass mal ernsthaft was unternommen wird. Wir beobachten Ihre Stammkneipe und schlagen zu, wenn Ihr Chef kommt. Mann, das wäre prima, wenn wir die ganze Bande auf einen Schlag erwischen. Und ich nehme meine besten Jungs mit. 2, 3 genügen. Markus und Jimmy und noch einen. Das Dumme ist nur, dass wir gerade jetzt diesen Kampf austragen sollen, denn niemandem nützt am wenigsten uns. Aber absagen können wir nicht. Das würde aussehen, als kneifen wir. Ich bin der Meinung, dass es nur ein sportlicher Wettkampf sein soll und keine Auseinandersetzung. Was sagst du, Andreas? Klar, du hast vollkommen recht. Das Wichtigste ist, dass wir die Bande endlich ausschalten. Genau. Und das geht nur, indem wir sie zusammenschlagen. Schon allein wegen Sandras Freundin verdienen sie das. Nur so können wir andere davor schützen. Bei uns habe ich einen erwischt, der wollte einem jungen Boxer das Gift geben. Also, wir machen's, wie du gesagt hast. Aber jetzt müssen wir gehen. Du musst ja auch wieder zu deinen Leuten. Kann ich da bezahlen, bitteschön? Ja, komm, hör auf. Aus, echt. Nein, es hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn. Merkst du das nicht? Die schöne Choreografie, echt. Die 2 Wochen üben hätten wir uns auch schenken können. Mann. Okay. Da kann man nicht gut zu Breakdancen, so ein Village People. Ich hab dir gleich gesagt, wir hätten den Song von René Weller nehmen sollen, Mann. Wie, der hat auch mal gesungen? Das kann der doch gar nicht. Ja, deswegen hat er es ja gemacht. Genau wie den Film. Hier, pass auf! Was die Presse weiß, das weiß ich besser. Achtung, ihr da und alle Besserwisser, ihr werdet sehen und ihr müsst es allein. Diese, meine Faust, wird geschickt erschreiben. Hey, war das nicht im Original von Mel Brooks? Mhm. To be or not to be? Genau. Und ist das da im Ring nicht auch schon wieder dieser blonde Kung-Fu-Kapeike Arschi Arschbold aus unserem Kackfilm? Richtig, richtig. Peter Althoff alias Andreas Arnold. Knapp ein Jahr vor Macho Man. Wahrscheinlich während der monatelangen Dreharbeiten mal ein kleines Showpäuschen beim ZDF eingelegt. Der geföhnte René Weller-Flex hat jedenfalls auch schon hier seine zugestrohlte Porter-Unterhose an. Wahnsinn, ich finde das ja schon faszinierend, mit welcher Schutzpe diese ganzen inseltalentierten Roman immer wieder ihrem eigenen Größenwahn erliegen und glauben, dass sie einfach alles können, nur weil man es sie leichtsinnigerweise einfach machen lässt, ohne die Polizei zu rufen. So gesehen waren in diesem Totalausfall tölpelhafter Traumtänzereien, der sich auf dem Mogelpackungsetikett frech dreist, Actionfilm nennt, diese fast schon parodistisch erscheinenden Mittelklasse-Breakdancer in der legendären Nürnberger Dorfdisco Superfly zumindest noch sympathisch ehrlich. Also im echten Leben wahrscheinlich Brötchenauslieferer, Hundefriseure und zivildienstleistende Rosettenreiniger im Altersheim. Aber wenigstens als Hobby dann doch ernsthafte Zappeltänzer in albernen Popperklamotten. Jo, das fetzt dir echt den Groove. Dieser Michael Jackson im Strickpulli und die spießigen Black-and-White-Boobies mit den Mickey-Maus-Handschuhen. Also, wenn man einfach aufhört, bei dem Film auf Action oder Handlung oder Spannung zu warten, ne, dann kann man durchaus Spaß haben bei den Disco-Szenen. Schon, weil man so froh ist, dass man da nicht persönlich dabei sein muss. Just let go with the flow, man. Ja, siehst du, langsam kriegt der Film auch dich. Und das nicht nur wegen seiner fantastischen Dance-Szenen, wie zum Beispiel von René Weller im Monteurs-Overall und Bumsi Fiedler als schulterfreie Disco-Kugel beim rituellen Besorgs-mir-Antanzen. Also in diesem wilden Mix aus Grease, La La Land und Augsburger Puppenkiste. Nein, ich weiß, er hatte dich spätestens, als das blonde Kuschelkissen endlich ihre freigelegten Einstellungsgründe präsentierte. Mhm. Und dann noch dazu diese knisternde Erotik und die chili-scharfen Dialoge. Na
Hast du gehört? Morgengymnastik. Oh, das hatten wir doch erst. Nein, das war doch schon gestern Abend. Und legen Sie sich ganz flach auf den Rücken. Machen Sie sich ganz steif. Wie im Schlafstehen das Du, ich stehe jetzt auf. Na gut. Oh, ich bin auch so kaputt. Nun strecken Sie sich wieder und atmen dabei auf. Oh. Du, jetzt hatte ich richtig Bock auf ein geiles Frühstück. Ah, wohl wahr, das ist Zelluloid gewordene Spinderotik, wie sie sich der alleingebliebene Bauarbeiter zum Onanieren auf dem Dixi-Klo beim Morgenschiss zusammenträumt. Doch wie schön das Panorama der Glockenlandschaft auch sein mag. Da sagt der Wurm Arrivederci und versteckt sich rückwärts kriechend zwischen den eigenen Arschbacken. Kein Wunder, dass die Geburtenrate in Deutschland immer weiter in den Keller wackelt, hör mal. Bei derartig unerotisch muffiger Piefigkeit. Das war vielleicht erfrischend, du. Möchtest du vielleicht Kaffee? Oh, hast du das aber schön gemacht, Bussi. Okay, aber Bock auf ein schönes Frühstück kriegt man schon, oder? Also, auch wenn das jetzt vielleicht nicht die Top-Priorität sein sollte bei so einem Action-Erotik-Gangster-Thriller. Hä? Aber man lernt als junger Mann in diesem Aufklärungsfilm, wie die wahre Liebe funktioniert. Nämlich sinnfrei, blitzschnell und grundlos. Das ist keine höhere Mathematik. Mann plus Frau gleich Bumsen. Ende, Tafel abwischen. So, die Thusnelda aus Düsseldorf beispielsweise ist gerade erst angekommen, höchstens 5 Minuten in der Sportbegegnungsstätte, sieht den weißen Riesen nur ganz kurz, wie ihm der Kollege Schwarzfuß seine Mauke zum Riechtest unter die Gummel hält und zack, unsterblich verliebt. Großartige Körperbeherrschung. Faszinierend, dass der so einen sicheren Stand hat. Stimmt, in der nächsten Szene in der Disco sind sie schon am Knutschen und dann nimmt er sie direkt mit in seine Nürnberger Knusperhöhle. Und so richtig Zeit zur romantischen Annäherung lassen die sich da ja auch nicht gerade. Das hier ist das Wohnzimmer, da das Schlafzimmer und hier rechts ist das Bad. Oh, sehr gut, dann gehe ich mich nämlich erstmal frisch machen. Okay, mein Süßes. Ach, sieh doch mal hinter die Tür, da hängt was Schickes zum Anziehen für dich. Danke. Okay. Ciao. Ciao. Ja, ich glaube, wenn du eine Dame vom Escort-Service holst, dann wird da mehr geplaudert, ne? Da sagt man ja wenigstens noch guten Tag und regelt vorher das Finanzielle. Ne? Ja, obwohl ich mich erinnere, so war das ja früher, ne? Wenn man mit einem Mädchen, das man gerade erst kennengelernt hatte, nach Hause kam, dann ging die sofort in die Abstuhlungskemenate, guckte da, ob irgendwelche Strapse oder Sachen von deiner Mutter zum Umziehen hingen und kam dann direkt zu dir ins Schlafzimmer. Man musste sich selbst nur immer beeilen, dass man noch den Kassettenrekorder schnell genug ankriegte und schon nackt im Bett lag. Ganz toll siehst du aus. Hast du wirklich schon den ersten Dan? Ja, mein Schatz. Und ich gehe jetzt auch gleich zum Nahkampf über. Da muss ich mir auch eine besondere Verteidigungstechnik ausdenken. Ach ja, das gute alte Begrüßungsbumsen in den 80ern. Ne? Das war so eine schöne, unschuldige, aber auch höfliche Zeit damals. Ne? Jetzt allerdings bin ich gespannt, was für explosive Überraschungen für uns noch im Finale lauern. Wie werden sich all die zahlreich so clever ausgeworfenen Handlungsfäden zu einem Netz verweben und zusammenfinden? Mhm. Besonders interessant finde ich ja übrigens, dass der behaarte Boxbeutel Weller hier immer nur O-Saft säuft und über die fiesen Drogen philosophiert, aber ein paar Jahre später wegen Kokainhandel, Hehlerei, unerlaubtem Waffenbesitz und Urkundenfälschung zu 7 Jahren Knast verurteilt wurde. Ja, gut, 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 aber davon hat er ja wegen Schönheit und guter Führung nur die Hälfte abgesessen. Ne? Und jetzt bei uns ist er ja noch ein Guter, der sich vielleicht ja schon mal ein paar Anregungen holt, aber ansonsten sein Leben riskiert, um den Bösewichten das Handwerk zu legen. Und das wird er jetzt auch tun. Und sich vorher noch dem ultimativen Battle Boxen versus Karate stellen. Ho, 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 ho. Meine Fresse. Was für ein Finale. Hä? Ich sag mal, das gibt Action satt und Spannung pur mit 100% Adrenalin. Echt? Glaubst du wirklich? Auf gar keinen Fall. Film ab. Also ich mache jede Wette, dass der Boxer verliert.
Das kann man nicht sagen, er ist schließlich Weltmeister. Wer von den beiden schneller ist, wird den Kampf gewinnen. Hallo Andreas, schon fertig, alles klar? Ja, alles klar. Und vergiss nicht, wie abgemacht, eine faire Auseinandersetzung. Logisch. Alles in Ordnung? Ich glaube schon. So, Dani. Der Ring ist aufgebaut. Wenn ihr wollt, könnt ihr loslegen. Aber du weißt, ich bin Boxtrainer und kein Karatetrainer. Darum finde ich, ihr sollt den Spaß alleine machen. Ach, ich wünsche dir alles Gute. Bleib doch da. Oh nein, wir sehen uns morgen im Training. Also mach's gut. Also gut, ich danke dir. Tschüss dann. Viel Spaß. Danke. Na dann, lass es uns anpacken. Komm, gehen wir. Ja. Kameraden, die vom Boxsport und vom Karatesport. Wir sind heute hier zusammengekommen, nicht um uns gegenseitig kaputt zu schlagen, sondern um einen fairen sportlichen Kampf durchzuführen. In diesem Sinne begrüße ich Boxweltmeister Dani Wagner. Und unseren Karatemeister Andreas Arnold. Seid ihr beiden fertig? Wollt euch die Hände geben? Okay. Zeit, kämpft! Wir müssen den Kampf leider unterbrechen, werden ihn aber zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen. Also beruhigt euch! Ich bitte alle Boxer und alle aktiven Karatekämpfer in den Nebenraum. Wir haben etwas Wichtiges zu besprechen. Wir werden den Kampf zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen. Das verspreche ich euch!
Seht ihr, das muss der Wagen von ihrem Chef sein. Das ist ja ganz sicher. Dann kann's ja losgehen. Aber warte, Jimmy, schau hinter das Haus, ob die Spelunke vielleicht noch einen Hinterausgang hat. Und Markus und ich peilen vorne die Lage. Und wie sieht's aus? Gut. Gleich werden sich die Herrschaften furchtbar freuen. Na, was ist? Alles klar, hinten können wir auch rein. Die Kneipe ist gestopft voll Giftmüll. Bestens, dann kann's losgehen. Und wie machen wir's? Wer geht hinten, wer geht vorn? Schmeißen wir eine Münze. Okay. Was willst du? Kopf für vorne. Hast gewonnen. Gehst aber trotzdem vorn rein. Klar, also los. Okay, dann los. Halt mal, Jungs. Wir müssen erst die Zeit vergleichen. In genau 2 Minuten lassen wir die Türen fliegen. Wir gehen etwas früher rein, dann sind okay, sie abgedeckt. Okay, auf in den Kampf. Einen unguten Abend wünsche ich. Wer sind das, Toni? Kennst du die? Wollen die Stunk? Ich mach das schon. Was wollt ihr denn hier? Ihr wisst genau, warum wir hier sind. Wegen eurem Scheißgift. Tote hat's auch schon gegeben. Aber damit ist Schluss. Wollt ihr Zoff, hä? Wir Machen werden euch fertig. In die Suppe spucken.
Wir fangen an mit Jogging, eine halbe Stunde circa. Ach ja? Und anschließend machen wir noch etwa eine halbe Stunde Gymnastik. Und dann gehen wir in den Kraftraum, damit du Muskeln kriegst und stark wirst. Ja. Und anschließend fangen wir mit dem Karate-Training an. Das wird noch mal circa eine Stunde dauern. Hallo! Morgen, wunderschönen guten Morgen. Ihr seid ja ganz versunken. Da. Hallo, alles klar? Hallo, hallo Lisa. Wie geht's dir? Was macht ihr denn danke hier? Und euch? Oh, danke. Sieht aus, als darf man euch gratulieren, ne? Oh, oh. Ja, schaut so aus. Wir sind gerade beim Dienstplan fürs Training. Dienstplan, so. Dazu habe ich eine Riesenidee. Setzt euch doch. Gut. Ja, danke. Erzähl doch mal. Ich habe 4 Wochen Pause bis zu meinem nächsten Kampf, also könnte ich mir locker 2 Wochen Urlaub leisten. Und da ist mir gerade was eingefallen. Kommen Sie bitte, Fräulein. Ich dachte, nachdem ihr beide euch auch so gut versteht, könnten wir doch alle 4 zusammen in Urlaub fahren. Oh Mensch, das wäre ja toll. Mhm. Ich denke, Dr. Fischer gibt mir sicher ein paar Tage frei. Ich habe auch nichts dagegen, weil ich habe sowieso nichts zu tun. Naja, und ich bin dein Privatlehrer und ich muss immer in deiner Nähe sein. Verstehe ich. Na, fabelhaft. Aber ich muss erst noch was besorgen. Ah ja, pass auf, dann können wir 2 ja einkaufen gehen. Und wo treffen wir uns dann später? Naja, ich würde sagen im Waldhof. Ja, gut, einverstanden. Ich würde vorschlagen, so um 1:30. Mhm. Ja, 1:30 ist gut. Okay, darauf trinken wir jetzt einen, hm? Ja, aber wir haben bloß noch nichts. Oh, kann ich mal einen Schluck von dir haben? Ja, dann Prost. Warte, ich geh dir noch was nach. Ich hab auch Durst. Das nächste Mal bestellst du dir selbst was. Ich war ja nicht da. Also Prost. Prost, Schatzlein. Auf euch. Auf uns alle. Euch. Und auf unseren Urlaub. Auf den Urlaub. Ich brauche noch ein Bikini, Strümpfe, Schuhe und ein schickes Kleid für so einen Bikini kriegst du in Monte Carlo bestimmt auch. Na, den werde ich hier nicht kaufen. Oh, sieh mal, das ist wirklich schick. Ich glaube, wir kriegen hier alles, was wir brauchen. Das Geschäft sieht ganz gut aus. Das ist eines der besten Modegeschäfte hier. Also dann hinein ins Vergnügen. Tolle Uhren. So eine möchte ich auch gern haben. Lass dich überraschen. Du hast ja wieder mal Geburtstag. Das wäre aber nett. Du, sieh mal, was für tolle Schuhe. Oh, die muss ich haben. Komm, die kaufen wir. Okay. So, was gibt's hier? Oh, das ist aber schick. Das ist super. Los, komm, wir gehen rein. So, haben wir alles? Ich glaube schon. Jetzt ist mein Geld aber alle, du. Und 2 ist es auch gleich. Wir müssen zum Waldhof. Ja, das ist ganz in der Nähe. Komm, lass uns gehen. Ist gut. Hier ist Mark. Jetzt kriegen wir sie. Die Weiber sind unterwegs zum Waldhof. An der Ecke davor können wir sie abpassen. Verstanden. Wir gehen auf Position. Ich freue mich, dass wir zusammen wegfahren, Lisa. Ich auch, das wird bestimmt super. Und Andreas ist gar nicht so rau, wenn ich uns hier angucken muss. Achtung, sie kommen. Fahrt los. Ja, verstanden. Nein, besser zur Polizei. Da stimmt was nicht. Hallo Sie, hier sind eben 2 Mädchen in ein Auto gestoßen worden. In so einen großen Ami-Schlitten, so ein Cadillac. Und die Tüten hier haben Sie verloren. Wie sahen die Mädchen denn aus? Die eine war blond und die andere dunkelhaarig. Wo sind Sie langgefahren? Die Straße runter. Gebt die Tüten bitte im Waldhof ab. Wir kommen nachher zurück. Erst fahren wir zum Talkies Inn. Da finden wir bestimmt einen von der Bande. Aus dem quetschen wir raus, wo ihr Hauptquartier ist. Diesmal gibt's ein paar zwischen die Hörner, sag ich dir. Das kannst du laut sagen. Eins sage ich dir. Wenn die Halunken Lisa auch nur ein einziges Haar krümmen, dann drehe ich ihm nacheinander den Hals um. Hey, der Typ da gehört doch auch zur Bande. Los, den schnappen wir uns. Ja. Fahr rechts ran. Warte. Ich setz dich hier ab und fahr vor bis zur Ecke. Wir nehmen ihn in die Zange, okay? Okay. Okay.
aufpassen? Hey, wir kennen uns doch. Wollen wir nicht ein Stückchen spazieren? Komm mit. Ja. Nein, lass mich los. Ich will nicht. Komm schon, oder ich breche dir das Genick. Ich hab doch nichts gemacht. Wo wohnt dein Boss, hm? Na los, spuck's aus. Ich weiß nicht, keine Ahnung, erzähl was für ein Boss. Erzähl ihm mal was von Ostern. Oh, wer wird denn gleich umfallen, ne? Gib ihm noch eine Gedächtnisstütze. Gerade halt. Los. Ich sag's ja, ich sag's ja. Also wo? Blütenstraße 13. Was für eine Straße? Blütenstraße 13. Ja, gib ihm noch einen Stein. Komm, der hat genug. Langsam jetzt. 17. 15. Das nächste Haus muss es sein. Finsterer Schuppen, ha? Wundert dich das? Nein, wieso auch? Schau mal, der mit der Corvette gehört bestimmt dazu. Möglich. Sicher sogar. Und jetzt? Schlagen wir zu. Ich geh vor, bring das Auto weg. Wir sollten ein bisschen untertauchen, bis sich diese Moralapostel beruhigt haben. Hey, Boss, er ist da. Lass ihn rein. Komm rein, der Boss erwartet dich. Alles okay? Natürlich, setz dich. Ronny, sorg dafür, dass wir nicht gestört werden. Okay, Boss. Da oben sind sie alle drin. Jetzt kriegen sie eins auf die Ohren. Schön, aber wie kommen wir da rein? Kennst du Sesam, öffne dich? Ist das die gleiche Qualität wie das letzte Mal? Kannst probieren. Na klar. Ist das auch die gleiche Qualität wie das letzte Mal? Wer kann das sein? Weiß nicht. Das ist aber das vereinbarte Zeichen. Mach auf! Alles klar, Keule? Ja. Oh, Dani! Warte, erst beseitigen wir den Giftmüll. Dani, da ist dein Telefon. Lassen wir den Schrott abholen. Ruf die Polizei an. Ja, bevor er wieder aufwacht. Ja. Polizeieinsatzzentrale? Guten Tag, ich habe einen ganz heißen Tipp in der Blütenstraße 13. Da liegen vier Dealer. Mitsamt dem Marschgepäck und allem, was dazugehört. Holen Sie die ganz schnell ab. Wie war die Adresse?
Blütenstraße 13 im ersten Stock. Es ist ein altes Haus. Weinwampe gegen Zichtenwaschbrett. Der schöne, dicke Kalk gegen den schön doofen Peter. Ein Feind auf Leben und Tod bis zum Ende. Ring frei! Oh, die Pferdearsch, jetzt kriegst du dein Fett weg für die Auswahl dieses Films und knappe 50 Schnauzbart-Cocktails. Ich salz dich ein! Leg du nur, du ausgelutschter Tabakbeutel. Ich hämmer dir gleich die Holzwolle aus der Hirnkammer, verstanden? Natürlich nur rein kameradschaftlich und sportlich, ne? Wie abgesprochen. Alles klar. Verstanden? Okay. Stopp. Blöd. Wir müssen an dieser Stelle unterbrechen. Tut mir leid, aber es gibt was ganz, ganz Wichtiges. Hä? Ja, muss sein. Ach so, wir haben ja was. Was Wichtiges. Natürlich. Sorry. Ey, tut uns wirklich leid. Ja, sorry. Ich hätte dir so gern die Fresse zermatscht jetzt, aber. Ich auch. Mann. Okay, komm. Es tut uns echt leid. Hey, jetzt nicht aufregen, Mensch. Das ist was Wichtiges. Ja, Mensch. Ärgerlich. Ach, wir hätten wirklich so gerne noch weiter für Sie gekämpft, aber da fiel uns gerade doch ein, dass wir ja moderieren müssen und heute früher Feierabend machen wollten. Ne? Also, da mussten wir leider Schluss machen. Hm. Ich hoffe, Sie haben Verständnis, oder? Hm? Ja, und wenn nicht, liebe Zuschauer, ist auch egal. Ne? Egal ist sowieso das Wort, das diesen Film am besten umreißt, finde ich. Denn eigentlich war am Ende alles wirklich vollkommen scheißegal. Zum Schluss kam heraus, es gab gar keine Handlung. Ne? Also keine Szene oder Figur hatte irgendeine Bedeutung. Sogar der groß angekündigte Megafight Boxen gegen Karate, quasi Muhammad Ali versus Bruce Lee, das Aufeinanderprallen zweier grundverschiedener Kampfstile, auf das alle so sehnsüchtig gewartet hatten, sah am Ende dann doch nur so aus. Ja, aber dem Publikum gefällt's. Das kann sich ja kaum auf den Sitzen halten. Ne? Allerdings war es schon mega popelig, wie dieser Kindergarten-Anstups-Battle dann mittendrin einfach so abgesagt wurde, weil den Trotteln einfiel, dass sie ja noch den Drogenring zerschlagen wollten. Wir müssen den Kampf leider unterbrechen, werden ihn aber zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen. Also beruhigt euch! Es beschwert sich doch gar keiner. Ich meine, die sind ja auch alle froh, dass das langweilige Kloppehoppeln endlich vorbei ist und sie noch rechtzeitig zu Dalli Dalli nach Hause kommen. Wobei ich mich ja immer noch frage, ob sich dieses Abbrechen überhaupt gelohnt hat für den wohl unkoordiniertesten und dämlichsten Großangriff der Filmgeschichte. Und wie machen wir es? Wer geht hinten, wer geht vorn? Schmeißen wir eine Münze. Okay. Was willst du? Kopf für vorn.
Hast gewonnen. Gehst aber trotzdem vorn rein. Klar, also los. Okay, dann los. Halt mal, Jungs. Wir müssen erst die Zeit vergleichen. In genau 2 Minuten lassen wir die Türen fliegen. Wir gehen etwas früher rein, dann sind okay, sie abgedeckt. Auf in den Kampf. Naja, das haben sie halt in anderen Filmen so gesehen. Ne? Also in richtigen meine ich. Für irgendwas eine Münze werfen, aber dann kann man es ja trotzdem auch anders machen. Und beim Uhrenvergleich, da muss ja auch keiner zwingend die Zeit sagen, oder? Nee, die wollten vielleicht nur vergleichen, wer die schönste Uhr hat von so. Ihnen. Ne? Oder überhaupt eine. Aber da sich eh keiner an irgendeine Ansage hält, ist es ja zum Glück sowieso irrelevant. Und der zentrale Treffpunkt der diabolischen Drogenteufel entpuppt sich am Ende auch bloß als ein vertäfelter Bonanza-Partykeller mit eigener Zapfanlage in irgendeiner muffigen Reihenhaussiedlung. Okay, aber über den Kampf, da kannst du jetzt wirklich nicht meckern. Hä? Das war fein choreografiertes Action-Ballett vom Allerfeinsten. Scheiße. Wir kriegen euch noch. Genau, die stoven Drogenboss kriegen wir noch. Wir wissen, wo dein Auto wohnt. Jawohl. Ja, das war schon eine herbe Schlappe für das freiwillige Prügelkommando aus Bematschistan, dass die einfach so abgehauen sind. Aber du, was macht man nach so einer Niederlage, wenn die Gefahr für die Bevölkerung immer noch nicht gebannt ist? Naja, für echte Kerle und wahre Helden gibt es da nur eine richtige Antwort. Ich habe 4 Wochen Pause bis zu meinem nächsten Kampf, also könnte ich mir locker 2 Wochen Urlaub leisten. Und da ist mir gerade was eingefallen. Kommen Sie bitte, Fräulein. Ich dachte, nachdem ihr beide euch auch so gut versteht, könnten wir doch alle 4 zusammen in Urlaub fahren. Oh Mensch, das wäre ja toll. Richtig. Erstmal zusammen in Urlaub fahren, hä? Alle haben Zeit, denn keiner hat einen Job. Keiner fragt, wohin. Ja, aber alle machen mit. Und die ollen Nürnberger sollen erstmal schön alleine sehen, wie sie ihre doofe Drogenplage loswerden, ey. Chillen geht vor. Sorry, Leute. Nun, zum Glück für Nürnberg und seine armen Junkies wurden kurz vor der Abreise ja ihre beiden Knatterkumpaninnen beim Shoppen entführt, wodurch die 2 Pannemänner dann ja quasi gezwungen waren, doch noch fix das Drogennest auszuheben, weil so ein Urlaub ganz ohne mitgebrachte Pimmelgarage ja auch irgendwann langweilig wird. Ne? Ja, übrigens, wusstest du, dass die alte Foot-in-the-Sky-Legende Peter Althoff schon seit ein paar Jahren versucht, über Crowdfunding die Kohle für ein zweiten Teil zusammenzuschnorren. Was? Macho-Man Crowdfunding? Nee, komm, also ohne mich. Noch nicht mal über Sauerkraut-Funding. Ah, ja, nah dran übrigens. Für 750 Euro lädt dich der Kloppe-Peter sogar zu selbstgemachten Rindsrouladen ein. Kein Scheiß, ja. Um 26 Minuten sollen sogar schon gedreht sein. Gibt sogar Fotos und Trailer und alles. Hier. Nach 30 Jahren Wartezeit ist es endlich wieder soweit, einen Filmkracher in Nürnberg zu machen. Macho Man 2. Fans und Freunde sagen, zieh das Ding noch mal durch und wir sind vollen Herzen dabei. Unterstützt uns. Halt bloß die Fresse! Sag kein Wort mehr. Also, liebe Schläferz-Freunde, wenn ihr sehen wollt, wie Nürnberg heute aussieht, wie hoch Peter Althoff seine Quadratlatschen noch kriegt und wie René Weller noch mal seine alten Möbelhausschlüpper aufträgt, dann macht mit beim Macho Man 2 Crowdfunding. Jeder Euro zählt und jeder Spender wird im Abspann genannt. Und glaubt mir, solche Momente wie das Finale im Endgegner-Schlusskampf von Macho Man, das gibt es nur hier. Das traut sich kein anderer. Danny, Vorsicht! Yeah! Alles klar, Keule? Also okay, jetzt hast du sogar mich überzeugt. Wenn die versprechen, im Finale von Teil 2 nochmal einen Angriff mit einem roten Klappstuhl zu drehen, das wäre mir auch 5 Euro wert. Also das hat sich auf der ganzen Welt noch kein anderer Actionfilm getraut. Na, sag ich doch. Das ist mal ein Happy End, oder? Hä? Alles klar, Keule? Ach, Schnulli! Ah. We'll be right back.
Schluss mit dem Scheiß, Feierabend. Ich hab mir einen Nerv eingeklemmt. Oh, Scheiße.